Ja, liebe Fans, liebe Gäste, ein herzliches Willkommen auch von mir, ein herzliches Glück auf. Als Vertreter des Bauherrn des Projektes Sparkassen Erzgebirgsstadion hier in Aue begrüße ich Sie. Sicher ist es etwas ungewöhnlich, die breite Öffentlichkeit heute Abend über einen Zwischenstand der Planung zu informieren. Aber es ist uns natürlich ein Anliegen, im Planungsprozess quasi mal ein Halbzeitresümee zu ziehen. Ja, liebe Anwesende, das ist das Stadion, wie es sich aktuell darstellt. Das kennen Sie ja. Das ist unsere Gestaltungsvision, die wir Ihnen heute jetzt nochmal vorstellen möchten. Eigentlich die wichtigen Punkte unserer Gestaltungsintention: Flutlichtmasten stehen bleiben, dass ein geschlossenes Dreiviertelstadion entstehen wird, mit offenen Promenaden, aber geschlossenen Ecken und ein auskömmliches Funktions- und Hauptgebäude mit Business-Club und einer höherwertigen Logenebene. Zu den Strömen, so organisiert sich das Stadion, wir stellen uns das aktuell so vor, es wird also drei Zufahrten geben zum Stadion, die bestehenden Zufahrten Ost und aus dem Südwest ist das, glaube ich, kommt noch eine neue Zufahrt, die wir versuchen zu ertüchtigen, hinten über die Trainingsbereiche. Wenn ich nochmal jetzt das Stadion von oben anschaue, wird sich das Stadion in vier Sektoren teilen. Der Sektor 3 wird der größte Bereich sein mit dem Hauptgebäude und den links und rechts befindlichen Sitzplatzbereichen, der normalen Bereiche. Wenn man die Tribünenaussicht jetzt gesehen hat und man schneidet einfach mal 6 Meter tiefer durch, gibt sich so ein Bild. Ich würde das mal kurz erklären, das ist sozusagen die Promenadenkonstruktion, was jetzt bestehend ist aus der Ost- und Westpromenade. Die Ostpromenade ist natürlich noch geteilt in Heim und Gast, den großen Hauptgebäudebereich und ich sag mal den Westbereich. Die Annäherung des Westbereichs erfolgt durch diese Gestaltungsfuge, wir kommen im Schatten. Ansonsten werden auf der Promenade die Versorgung und auch die Blockkontrolle durchgeführt werden, also die Kioskanlagen, die WCs sind da und die Vereinzelungsanlagen werden davor angeordnet. Das betrifft also grundsätzlich jeden Block, den Gästefanblock, bei dem ist das ein bisschen weiter vorgelagert, aber auch die Zugänglichkeiten der Sitzplatzbereiche neben dem Hauptgebäude werden über Vereinzelungsanlagen organisiert und diese Bereiche haben auch eigene Kioske, eigene WCs zur Versorgung. Das Hauptgebäude ist jetzt hier mal in diesem gelben Ocker dargestellt. Da werden eigentlich hauptsächlich die Funktionsbereiche der Mannschaft organisiert, die Schiedsrichter haben dort, die Dopingkontrollen, der Arzt, die Physiotherapie, im Allgemeinen der ganze Trainingsbereich des Vereins, Jugendkleidung, also ich sag mal Wechselkabinen und noch Reserveräume, ein bisschen Haustechnik. Die Presse wird dort ihre Plätze finden zur Aufbereitung ihrer Arbeit und wir haben noch einen relativ größeren Bereich für den Gedre angeordnet, der natürlich, sag ich mal, die ganze Stadionversorgung und Promenadenversorgung organisieren wird. Das ist mal ein Ausschnitt von der neuen Westtribüne der Promenade. Dass Sie vielleicht mal ein Gefühl dafür bekommen, wie sich diese Mundlochstrukturen und die Kioske und die WCs dazwischen einfügen. Es ist also so gedacht, dass die Vereinzelungsanlagen, die Sektorenkontrolle vor der Promenade stattfindet und die Blockkontrolle, also die Zugänglichkeit zu den Plätzen, wird dann jeweils vor den Mundlöchern erfolgen. Wenn man jetzt mal das Hauptgebäude einfach eine Ebene höher gibt, wird sich da die erste Business-Club-Ebene strukturieren mit der Tribüne im vorderen Bereich. Es ist also ein Business-Club, der ca. 800 Quadratmeter rechts und links nochmal mit 150 Quadratmetern entstehen wird, jeweils auch mit Toilettenflächen und Gedreherflächen, sodass die Versorgung der Ebene eben gewährleistet ist. Den vorderen Bereich der Tribüne haben wir eine Art Terrasse ausgebildet, die also diesen zyklischen Halbzeit-Ein- und Ausverkehr zum Business-Club in dem Sinne ein bisschen kompensiert und regelt, dass noch Freifläche ist zum Kommunizieren und Stehen. Die Presse findet dann auch auf der Haupttribüne ihre Plätze wieder, die Kommentatoren und die schreibenden Plätze. Eine Ebene höher gibt es diesen zweiten Business-Club-Bereich. Dort werden die Plätze von oben erschlossen. Der ist circa aktuell ein kleines Stück kleiner als die untere Etage. Man sieht das ja, wir haben dort noch Technikbereiche angeordnet und rechts
wo diese Fu-Logen, dort sitzen die Dienste, die Feuerwehr, das DRK und auch die Polizei. Wenn man sich mal die Schnitte anguckt der unterschiedlichen Tribünen, dann sehen Sie mal von links unten den Schnitt der Tribüne West. Es ist also eine sehr steile Tribüne, es wird also ein schöner Kessel werden. Die Tribüne im Osten ist genauso gestrickt. Das Hauptgebäude mit seinen Funktionsbereichen sehen Sie da abgebildet. Und die Fuge, die Zugangsfuge längs, dieses Willkommen im Schacht, finden Sie sich links oben. Das ist erstmal eine geometrische Annahme von dem, was wir da umsetzen wollen. Wir kommen jetzt zu den Außenanlagen, beziehungsweise zu der Integration des neuen Stadions in den Bestand. Und der Herr Lau hat das vor uns auch schon mehrmals gesagt, in unserer architektonische Vision, unsere Botschaft ist natürlich das Willkommen im Schacht. Und ich zeige auch nochmal auf diese Treppe, die Sie hier unten an dem Plan sehen. Sie kommen sozusagen die Treppe herunter und kommen dann auf diese Schachtkonstruktion, die wir aus Pylonen herstellen, mit Textil behangen, sozusagen dem Stadion näher. Kurz davor haben wir die sogenannten Vereinzelungsanlagen. Sie sehen auch hier nochmal auf diesem Plan diesen kompletten Promenadenbereich. Dort trifft man sich, dort vor dem Spiel, in der Halbzeit. Es sind Kioske, sagen wir, eingerichtet und entsprechend ausreichende WC-Anlagen. Was vielleicht nochmal auch in diesem Zusammenhang wichtig ist, das war der Erhalt der Flutlichtanlagen. Eben, wir haben in unserem Planungskonzept jetzt die vorhandenen Flutlichtanlagen integriert und sie werden sozusagen dem neuen Stadion mit erhalten. So, das ist jetzt der hintere Bereich, die sogenannte Osttribüne. Hier haben wir ebenfalls vorhandene Zuschauerströme aufgenommen. Der linke Promenadenbereich ist für die Heimgäste. Da sind Sitzplätze angeordnet. Ebenfalls ist die Trennung im Bereich unterhalb der Dachkonstruktion. Und die Gäste, das ist auch, denken wir, ein ganz großer Vorteil dieser Trennung, dieser Fuge, kriegen einen separaten Block, unterteilt in Steh- und Sitzplätze. Und wir werden hier in Aue nicht die in anderen Stadien bekannten Trennungen im Bereich der Sitzplätze haben, sondern wir haben eine vorhandene natürliche Trennung, die zur Architektur des Stadions passt und somit immer ein gefülltes Stadion gewährleistet werden kann. Der Gästebereich ist komplett abgetrennt. Hier haben wir vor dem der Wendebereich der Busse für die Gäste Fans, die dann direkt in diesem Abschnitt geführt werden. Ja, also wir haben nochmal versucht, das grafisch darzustellen, dieses Image bekommen im Schacht. Die Treppe, man nähert sich dem Stadion an und die beiden Pylonen, die mit Textil bestanden sind, sollen also dieses symbolische, abstrakte Schachtimage widerspiegeln. Die Zuschauer gehen durch diese Pylonen und verteilen sich nach links und rechts dann auf der Promenade. Gestaltungsthemen, Dachrand und Promenade, das liegt noch alles ein bisschen vor uns. Auch die Farbigkeiten sind jetzt erstmal heute für die Präsentation gewählt. Wenn man jetzt nochmal drüber spricht, dass es auch noch eine andere Vision gibt, dann möchte ich Ihnen heute nochmal ein geschlossenes Stadion präsentieren mit der Idee. Ein geschlossenes Stadion, also nicht nur ein Dreiviertelkurs, sondern richtig geschlossen mit den geschlossenen Ecken, auch in den vorderen Bereichen. Die Südtribüne, eine Änderung der Südtribüne würde bedeuten, dass man diesen ganzen Freibereich, der hier vorne in dieser Fläche ist, natürlich planerisch umgestalten kann, dass man die ganze Tribüne nach vorne holt, dicht ans Spielfeld. Und der große Charme der Tribüne wäre natürlich, dass sie wie heute aufgrund der geografischen Verhältnisse nicht über die Mundlöcher wie die anderen Tribünen sozusagen bestückt wird, sondern auch vom oberen Bereich. Ja, vielen Dank. So, liebe Anwesende, liebe Gäste, wurde gebeten, den kurzen Schlusswort zu erhalten. Es ist eine Bestandsaufnahme
Und ich denke, wir haben es richtig gemacht, wir haben es öffentlich gemacht, damit wir auch von Phase zu Phase zusammenbringen. Ich denke, wir bekommen eine tolle Arena und ich merke, das Erzgebirge hält hier absolut zusammen. Deshalb nochmal meinen herzlichen Dank auch an Landkreis, Stadt und dann vor allem an die Förderer, Sponsoren, die auch dieses Projekt beteiligen. Wir sind zum heutigen Tag, und das ist unsere Stärke, ich glaube, 3034 Mitglieder. Und das ist eigentlich unser Humankapital, das sind unsere Mitglieder, die hinter dem FC Erzgebirge stehen. Darüber hinaus stehen eine ganze Menge Fans, viele Fans, die uns auch in den letzten schweren Wochen toll unterstützt haben. Und wie schon gesagt, diese Planungsphase, die wir jetzt eingeschlagen haben, diese Arena, die wird uns langfristig die Rahmenbedingungen sichern für den Profifußball. Damit haben wir Wertigkeit. Und das haben alle erkannt, das ist eine Arena des Erzgebirges, für das Erzgebirge. Und ich freue mich insbesondere, dass auch gerade der Landkreis, gerade die Stadt, gerade auch die Sponsoren, dass dieser Weg jetzt endgültig eingeschlagen wurde, um eigentlich diese Bedingungen für unseren Club und für das Erzgebirge zu sichern. In diesem Sinne ist es auch Ansporn, Tommy Stibic ist mit seinen Spielern heute hier, mit den Profis. Es soll Ansporn sein, dass wir diese Mission, die wir eingeschlagen haben, auch zum Jahreswechsel, Klassenerhalt, mit vollster Kraft erfüllen. Und das ist es wert, dass das in die Stadt entsteht. Ein herzliches Applaus, ein schöner Applaus.